So, ja, bevor wir jetzt das Spiel starten, es gab ein Patch 1.1.1. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, nein, ne? Ich müsste mich ein bisschen wegmachen, aber glaubt mir mal, das ist Patch 1.1.1, steht auch hier oben. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen, ich weiß, das ist ein bisschen schlauchig, aber wir gehen jetzt mal alles ein bisschen zusammen durch, was hier eigentlich verändert wurde jetzt mit den Patch 1.1.1. Mein Gott, eine Schnapszahl hier. So, und zum einen steht hier Inhalt und dann Verschiedenes. Und dann der erste Punkt, der Animus-Impuls hebt jetzt Leichen nur für notwendige Situationen hervor. Gegner können mit Wurfwaffenbonus nicht mehr automatisch geplündert werden. Optimierte KI-Erkennung bei Verwendung der Verkleidung beim Ausweichen oder in der Luft. Der Homage an, also der, ja, der, wie sagt man auf Deutsch? Homage. Ja. Das Ding von Death Stranding wurde eine Belohnung hinzugefügt. Added a reward to Death Stranding Homage. Ja, der Homage an Death Stranding wurde eine Belohnung hinzugefügt, was auch immer das heißen mag. Köcher und Rationen werden jetzt wieder aufgefüllt, wenn sie aktualisiert werden, während sie erschöpft sind. Ah, okay, cool. Weiße Punkte, die auf Rationen, Adrenalin, Pfeilbeute außerhalb des Interaktionsbereichs hinweisen, werden nicht mehr angezeigt, wenn der Spieler bereits die maximale Menge hat. Ist auch nett. Spieler können jetzt in Asgard jederzeit Aufwachen verwenden. Das ist cool, weil das Problem hatte ich tatsächlich auch schon. Dass ich leider nicht aufwachen konnte. Ja, das gibt es. Zuvor mussten sie die erste Quest abschließen. Das stimmt. Tägliche Quests werden jetzt zurückgesetzt, wenn das Spiel feststellt, dass es nicht möglich ist, die Quest fortzusetzen oder neu zu starten. Das ist so eine kleine Self-Repair-Sache. Das finde ich auch ganz nett. Die Quest kann dann beim Informanten reaktiviert werden. Beim Informanten. Klingt ein bisschen komisch. Okay. Ich, ja, beim Informanten wahrscheinlich bei denen, wo man halt die Quest dann auch bekommen hat. Ne? Text-to-Speech-Letters found in-game für Briefen wurden hinzugefügt. Ich habe keine Ahnung. Vorschau für Farbenblind und Untertiteloptionen hinzugefügt. Ja, das war jetzt erstmal das Verschiedene. Jetzt kommt ausgeglichen. Was haben wir denn ausgeglichen? Der verursachte Schaden und die erhaltene Werte für die Begegnung mit dem Boss des verlorenen Wolfs wurden optimiert, um die Reibung beim Spiel auf den Schwierigkeitsstufe Dränger zu verringern. Und den, ja, so quasi. Und ausgeglichener Anfangsschaden durch Harpunen im, was, Harpunen im Parlament? Was heißt das hier? Harpunen im Parlament? Stufe 1, 2, keine Ahnung. Falls ihr mit der Info was anfangen könnt, ich nicht. So, dann kommen wir schon zu den Spielverbesserungen. Hier steht an erster Stelle Leistung und Stabilität. Verbesserte Leistung und Stabilität. Dann Grafik, Audio und Animation. Verschiedene Grafikprobleme behoben, verschiedene Clipping-Probleme behoben, verschiedene Probleme mit NPC-Animationen wurden behoben. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass, was steht hier? Dummies zitterten, wenn sie mit einem Giftpfeil getroffen wurden. Fügt, was, Mjolnir? Also das sind alles lauter Sachen, die ich noch gar nicht kenne hier. Etwas Strom hinzu, bevor er ihn aufnahm. Aha. Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich Kriegsschreie merkwürdig wiederholten oder, ja, wiederholten, Punkt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das ist jetzt ein bisschen schwierig. Und das Beginnen mit dem linken Fuß nach vorne zu bewegen manchmal dazu führen konnte, dass Eivors Füße gleiten. Okay. Fotomodus. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Vergrößern von Kindern mit der Fotomoduskamera ihr Gesicht verzerrte. Okay. Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Rabenskins, also diese Rabentexturen, eine niedrige Auflösung haben konnten. Und ja, es wurde ein Texturproblem
Problem in der Nähe des, was, Chichestre Abbey behoben. Ich kenne die ganzen Orte gar nicht und die ganzen Gegenstände. Das dazu führte, dass Spieler beim Gehen über die Textur desynchronisierten. Das ist ja krass. Ja, dann kommen wir schon zu dem größten Punkt. Das sind Crests, Weltveranstaltungen, also World Events oder Nebenaktivitäten. Es wurde ein Problem in Legend of Beowulf behoben, bei dem der Hinweismarker nach der Untersuchung erhalten blieb. Es wurde ein Problem in einer schwierigen Situation behoben, in denen der NPC manchmal nicht spawnte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler beim Fischen in The Baker's Plaint stecken bleiben konnte. Keine Ahnung, wo das ist, falls ihr den Ort kennt. Jetzt ist es nicht mehr so. In der Angelstunde wurde ein Problem behoben, das Spieler unter bestimmten Umständen daran hinderte, das Weltereignis zu beenden. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler feststeckte, nachdem sie sich nach ihrer Rückkehr aus Finnland bei Lincolnshire verpflichtet haben. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler während eines grausamen Schicksals in einen Bosskampf stecken bleiben konnten. Ah ja, tatsächlich ein grausames Schicksal. Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Schätze nicht an ihren Standort waren oder nicht geplündert werden konnten. Da stehen da zum Beispiel Krantbrigeshire, Hamtonshire, Oxenafordshire und Eurovikshire. Also die Orte kenne ich alle noch gar nicht. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler beim Speichern einen Online-Dienstfehler erhalten konnten. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler nach dem Bau des Schmieds einen schwarzen Bildschirm erhielten. Oh, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler Storming the Walls, ja, nach Abschluss von Severing the Lines nicht erhalten haben. Into the Surflight wurde ein Problem behoben, bei dem Hytham beim zufälligen Schießen von Pfeilen ins Wasser auf dem Boot stecken blieb. Es wurde ein Problem behoben, durch das Spielen nicht mit Siedlungs-NPCs Spieler nicht mit NPCs interagieren konnten. Es wurde ein Problem behoben, durch das der Spieler keine Hinweise und Rätsel lösen konnten. Es wurde ein Problem behoben in der Abwesenheit eines, was Ealdorman, der Spieler, daran hinderte, die Quest abzuschließen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Quest-Zielmarker auf ein falsches Ziel in Der Teufel hat die besten Melodien zeigte. Es wurde ein Problem in Warwery behoben, das Spiel daran erinnerte, die Quest abzuschließen, als Theobert versehentlich getötet wurde. Ui. Es wurde ein Problem behoben, das Spieler daran hinderte, die Begegnung mit den Töchtern von Lerion zu beginnen. Es wurde ein Problem in Blinding Fate behoben, bei dem der Boss auf einen Felsen versteckte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Astrid in Taken stecken bleiben konnte. Es wurde ein Problem in Pluck the Quill. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Pluck the Quill behoben, bei dem Spieler manchmal nicht in der Lage waren, mit Alwin zu interagieren. Es wurde ein Problem in Blinding Fate behoben, die dazu führte, dass der Boss bei der Verwendung von Dive of Valkyrie, also mit diesen Valkyra-Schlag, glaube ich, im Untergrund feststeckte. Huiuiui, ja, seht, das ist ganz schön viel. Es wurde ein Problem in Preis der Weisheit behoben, dass Spieler daran hinderte, die Quest abzuschließen. Es wurde ein Problem in The Boar mit goldener Nase behoben, bei dem der Eber unter bestimmten Umständen manchmal verschwand. Es wurde ein Problem in The Bleeding the Leech behoben, bei dem Erke am falschen Ort war. Es wurde ein Problem in Off Blood and Bonds behoben, bei dem die Spieler die Quest nicht abschließen oder sich nicht bei Ranfi melden konnten. Es wurde ein Problem in The Prodigal Prince behoben, das Spieler daran hinderte, die Quest abzuschließen. Es wurde ein Problem, also ihr seht, es ist Haufen Probleme, aber wir haben es gleich. Es wurde ein Problem behoben, das Spieler daran hinderte, das Rätsel und den alten Keller zu lösen. In Rivalry for the Ages wurde ein Problem behoben, das Spieler daran hinderte, die Quest abzuschließen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Merylüth-Verkleidung nach Abschluss der Gloucestershire-Bunks nicht verschwand. Jeder möchte diesen Punkt. Also ihr seht, oh, das ist richtig viel. Also hier im Bereich Welt gibt es ja noch drei Punkte. Adressierte verschiedene falsch platzierte Texturen oder Objekte. Es wurden mehrere Fälle behoben, in denen der Spieler stecken bleiben konnte. Hat ein schwimmendes Boot in Finnland geerdet. Aha, keine Ahnung. Was? Das heißt Grounded a Floating Boat in Finnland.
hat ein schwimmendes Boot in Finnland geerdet. Keine Ahnung. So, dann gibt es dann Gameplay, Combat, AI, also Spielkampf, KI. Verschiedene NPC-Verhaltensprobleme wurden behoben. Es wurde ein Problem behoben, bei dem NPCs manchmal an einen Ort zurückkehrten, von dem sie geflohen waren und der immer noch überfallen wird. Okay, das ist witzig. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Whale manchmal mitten in der Luft zu fliehen begann. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Bogenschießen blockiert war und M und K die Umschalttaste gedrückt hielten. Es wurde ein Problem behoben, durch das die Sichtlinie der Spieler mithilfe von Brand- oder Giftfallen mit Raubtierbogen blockiert wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wachen manchmal nicht feindselig reagierten, wenn sie sahen, wie Eivor-Mitglieder ihrer Fraktion mit Ölgefäßen verbrannte. Weitermachen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem NPCs getötet werden konnten, indem Leichenfindern auf sie geworfen wurden. Es wurde ein Problem behoben, durch das Pion aus der Schiffsbesatzung entfernt wurde. Ja, also Pion ist ja der Berserker, den man bekommt, wenn man das vorbestellt hat. Es wurde ein Problem mit dem Mentoren-Set behoben, bei dem der Ausrüstungsvorteil manchmal nicht aktiviert wurde, obwohl 2 bis 4 Versatzstücke ausgerüstet waren. Und es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler den Rahmen nicht kontrollieren konnten, wenn einer der Bewegungsaktionen Q- oder E-Tasten aufweisen. Ja, keine Ahnung. So, dann haben wir hier noch Fähigkeiten, Perks. Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Fernkampffähigkeiten fälschlicherweise mit geführten Pfeilen verwendet werden konnten. Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein NPCs Eivor-Seite nicht verlassen würde, wenn was Feindeath verwendet würde. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem mehrere Fähigkeiten nicht gegen feindliche Hunde wirken würden. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der beste Freund des Menschen nach Abschluss der Quest ein kleines Problem nicht freigeschaltet werden konnte. Es wurde ein Problem mit den Mentoren-Set. Ja, das steht hier schon wieder hier, das mit dem Mentoren-Set mit den 2 bis 4 Stück. Okay, gut, weitermachen. Benutzeroberfläche hat, kommt jetzt noch und dann sind wir fast durch. Benutzerfläche hat, schauen wir uns das nochmal an. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Pfeilmenge bei 12 stecken bleiben konnte. Das hatte ich Gott sei Dank nicht. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Änderungen der UI-Sprache während des Kampfes nicht angewendet wurden. Was ist eine UI-Sprache? Das verstehe ich jetzt nicht. Die Kamera ist jetzt näher am Charakter, wenn Sie Tätowierungen im Animus-Store durchsuchen. Das ist toll. Es wurde ein Problem behoben, bei dem farbenblinde Forscher manchmal nicht im Menü angezeigt wurden. Es wurde ein Problem behoben, bei dem farbenblinde Werte nicht auf dem Menü Order of Ancient angewendet wurden. Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein leeres Feld in der Liste abgeschlossene Quest angezeigt wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Sturzschäden durch Öffnen des Menüs unmittelbar von dem Auftreten auf dem Boden behoben werden konnten. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die automatische Beute nicht funktionierte, als ein Feind betäubt wurde. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Rakulf-Kloster nicht überfallen werden konnte. Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Symbole für neu erworbene Gottesbevorzugungen fehlten. Gottesdinger hier. Es wurde ein Problem behoben, bei dem in Game-Nachrichten manchmal nicht richtig geladen wurden. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Spieler beim Kauf von Vigvisor oder Munin-Programm falsche Gegenstände erhielten. Okay, das kenne ich auch nicht. Und es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler Duplikate asgardischer Schiffspläne erwerben konnten. Das ist das Letzte. So, und jetzt kommt noch bloß noch System und dann haben wir es geschafft. Kurz vor dem Bosskampf in Extended Family, in erweiterte Familie, wurde ein Respawn-Punkt hinzugefügt. Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler nach 1.0.4 nicht mehr schnell reisen konnten. Okay. Und dann der letzte Punkt. Force-Trigger-Feedback, also wahrscheinlich diese Rumble-Funktion hier zum Bogenschießen für Xbox, PlayStation-Controller hinzugefügt. Das war's. Die Liste ist durch. Wir haben alles durchgerattert. Jetzt wissen wir, was da alles gepatcht wurde. Alter Schwede.